Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic. Nachdem ich mir wieder einmal mit Reis den Bauch vollgeschlagen habe, um halt Tränke zu sparen. Zwischen den Folgen macht ja nichts, weil es ja Zeit. Kann ich ja rausschneiden, ganz gemütlich. Und das hier, liebe Zuschauer, ist das Ende des Spiels. Nee, das ist eine Sackgasse. Meine Güte, ich dachte, hier geht's weiter. Das sieht so aus wie so ein Eingang irgendwo rein. Oh, Moment. Da ist ein Eingang. Oh, das ist wieder so eine Falle mit Pfeilen im Boden? Nee, ne? Okay, das heißt dann wohl Minecrawler. Ich habe mittlerweile gelernt, dass man hier eventuell doch auf die Sachen, die an der Wand oder sonst wo gezeichnet sind, achten sollte. Also hier, Minecrawler. Ein Brustkorb mit einem Schädel drin. Eventuell auch ein Schädel mit Hörnern und damit ein Dämon. Ist das da oben ein Heiltrank? Das da? Hä? Also ich kann den nicht nehmen. Ist ja lustig, so als Deko. Genau, ich tippe hier auf Dämonen. Und das hier ist dann wohl... Keine Ahnung. Kann ich nicht erkennen. Ist denn hier drüben noch ein anderer Eingang irgendwo hin? Also ist auf jeden Fall was hinten dran, aber es ist halt vergittert. Und hier scheint es... Geht's da weiter? Ich sehe es nicht. Mir scheint... Ja, da drüben könnte es weitergehen. Tatsächlich. Ja, da geht's weiter. Das heißt, ich muss jetzt wohl irgendwie dieses Tor hier öffnen. Dieses hier. Gut. Der Schalter dafür könnte... Naja, was heißt könnte? Der ist vermutlich dort drüben. Wenn ich da jetzt aber rübergehe und das ewig probiere und vielleicht sterbe und bevor ich das alles hier mache, habe ich mir gedacht, gehe ich nochmal einer anderen Spur nach. Nämlich erstens dem hier und zweitens dem Tunnel unten mit den Minecrawlern. Wobei, das hier sieht tödlich aus. Scheint aber machbar zu sein, okay. Bin mir da nicht ganz so sicher, ob ich da nicht einfach hinkomme, wenn ich hier runterspringe. Das kann natürlich auch sein. Zur Sicherheit werde ich hier nochmal eine Runde speichern. Aber ich wüsste gerne, ob ich hier nicht irgendwie hätte kommen können. Vielleicht an dem Tor von Gorbuba vorbei. Weiß ich nicht, kann ja sein. Oder es führt irgendwie zu ungeahnten Schätzen oder so, der Tunnel. Kann ja auch sein, weiß ich nicht. Er führt auf jeden Fall von hier weg und so grob in die Richtung des Eingangs, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat sowas von Kanalisation irgendwie. Oh, nein, er führt hierhin. Wie praktisch. Haha. Wer sagt's denn? Hat sich's doch gelohnt, hier nochmal eine Runde zu erforschen. Und speichern bitte auch. Das hier sieht nach einem gefährlichen Sprung aus. Na, oh, ging eigentlich. Halb so wild. Und wie das gerade ruckelt. Ich frage mich, wie das wohl damals auf den PCs lief, wenn das heute schon bei mir ruckelt. Okay, zugegeben, mein Rechner ist nicht der beste. Ich habe die Aufnahme im Hintergrund laufen. Aber trotzdem. Hilfe? Hilfe? Oh. Ernsthaft? Ich krieg hier... Ich habe gerade Fallschaden gekriegt, weil ich hochgesprungen bin. Ah! Moment. Will ich denn eigentlich hier unten bleiben? Weiß ich gerade nicht. Okay, ich komme hier immerhin durch. Ich dachte gerade, ich habe mich hier eingesperrt. Der Schalter... Aha. Diese Tafel sagt uns, dass sie diese Plattform nach unten fährt. Ich frage mich, warum der Boden hier so dunkel ist.
das ein Grafikfehler? Vielleicht, weil ich hingefallen bin oder so? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Das Tor fällt bestimmt gleich zu hinter mir. Ne, doch nicht? Okay. Aha, war ja klar. Hehehe. Ah, stecke ich mal die Fackel weg. Okay. Diese Art von Raum kenne ich, ne? Da waren doch die Dinger unten, die Speere. Und der Sarkophag. Niemand. Niemand? Was? Lass dich hier nicht mehr blicken! Ah. Ah, damit habe ich jetzt das Tor hier oben geöffnet, endlich. Sehr schön. Das ist letzten Endes genau das, was ich tun wollte. Das hat wunderbar funktioniert. Gefällt mir. Was gibt's hier noch alles? Das sieht aus wie so eine Kammer, die ich ausrauben könnte. Und hier unten bei mir gibt es... Oh, Minecrawler! Yay! Gegner! Was zum Schnetzeln! Ich will gerade nicht in Richtung des Loches gehen, wo es runterging bei der anderen Kammer. Na, nicht in die Luft hauen. Nicht ins Leere hauen. Na, komm her. Na, komm her. Na, komm her. Geht doch. So. Mach die mal eben ausnehmen. Na, wo sind sie denn? Da ist noch einer. Wo ist der dritte? Der müsste irgendwo da hinten sein. Doch nicht? Hä? Das ist zwei? Nö. Ach, egal. Ist ja nicht so wild. Komme ich jetzt da runter eigentlich? Oder ist da zu? Na, da ist zu sogar. Das heißt, ich kann jetzt hier hochklettern. Okay, doch, nix. Doch nicht. Bringt doch nix. Ich frage mich, ob es aus Symmetriegründen hier drüben vielleicht auch noch einen Schalter gibt. Ja, gibt es. Und der ist dann vielleicht eine Falle? Keine Ahnung. Mal speichern. Was der jetzt tut. Jetzt sagt mir nicht, er fährt die Dinger wieder runter. Ne, hier ist schon offen. Okay. Keine Ahnung, was der jetzt getan hat. Vielleicht ist das auch nur eine... Hier, guck mal, die Tore sind übrigens zu. Das war der falsche Schalter. Kann ja auch sein. Das hier war der dritte. Ich hoffe mal, jetzt auf dem Rückweg gibt es keine Falle oder so. Das wäre ärgerlich. Aber würde ich dem Spiel irgendwie zutrauen. Na gut. Los geht's. Ab nach oben. Und wenn ich schon mal da bin, kann ich auch gemütlich meinen Reis schlürfen. Mich auf die Plattform stellen und weiterhin Reis schlürfen. Lalalala. Ah, und da sieht man jetzt wunderbar, dass die Objekte im Inventar tatsächlich 3D gerendert werden und manchmal eben verdeckt werden durch die Umgebung. Und deswegen das Inventar manchmal nicht richtig angezeigt wird. Üblicherweise bewegt man sich ja nicht, während man im Inventar ist. Jetzt gerade hat sich halt die Umgebung so schön bewegt, um das zu zeigen. Gut, dann muss ich jetzt darüber. Wer sagt's denn? Geht doch. Wie komme ich da hin? Ich schätze mal so. Und so. Und dann... Vielleicht so? Ja, das sieht doch gut aus. Komme ich jetzt da hoch? Das war vielleicht nicht so klug. Ja! Jetzt da hoch. Hilfe? Hilfe? Vielleicht da drüben? Nee, das sieht nicht so aus. Kann ich da hinten hochklettern? Puh. Oder ist das der Weg von hier weg?
Ah, nein, das sieht aus nach einem Ausgang. Oder zumindest führt es dorthin zurück, wo ich hergekommen bin. Nämlich zu diesem Minecrawler-Gang. Ja, jetzt die Frage halt. Komme ich da rüber oder komme ich da nicht rüber? Ich glaube ja, ich komme da rüber. Ja, ich schaffe das. Kann ja nicht so schwer sein. Mal schauen. Komme ich vielleicht von hier aus dahin? Nein. Also wenn was nicht klappt, dann das hier. Ich habe halt ehrlich gesagt keine Lust, bei dem Minecrawler-Gang nochmal durchzugehen, weil ich fürchte, dass ich dann bei dieser Stachelfalle rauskomme und durch muss. Und ich würde gerne wirklich hier nach draußen kommen. Ich speichere nochmal, damit ich nicht wieder den ganzen Weg hier unten rum machen muss. Komm schon, du kommst doch da hoch. Oh, warum kommst du da nicht hoch? Bin ich gerade ernsthaft hochgerutscht? Wie schön. Komme ich vielleicht da hoch? Ich sagte hoch. Direkt nach oben. Nein, direkt nach oben. Komm schon. Komm schon. Nein, das wird nichts. Wie zum Henker soll man da hochkommen? Ich verstehe es nicht. Das ist doch so ein unmöglicher Sprung hier in dieser Engine, mit dieser Steuerung. Hier von da unten nach da oben. Das geht doch nicht. Ich sehe aber gerade auch nicht, was ich da irgendwie anders machen könnte. Vielleicht fällt die Säule runter, wenn ich den Schalter hier drücke. Mal ausprobieren. Nein! Ah. Ja, so funktioniert das nicht. Meine Güte. Ach, na gut, was soll's. Dann werde ich hier wohl den Minecrawler-Gang wieder zurücklaufen müssen. Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Hierüber komme ich auch nicht. Und außenrum geht's auch nicht. Da werde ich nur in die Lava runterfallen. Also muss ich dann wohl wirklich hier unten rum. Na gut. Was soll's, dann mache ich das halt. Dann mache ich das halt. Hallo. Ja, die Ecke ist hübsch. Aber guck mal, es gibt noch ganz viele andere Ecken, in denen du hängen bleiben kannst. Warum muss es denn die eine sein? Vielleicht kann ich auch hier wieder hochklettern. Ach, egal. Ich hab so sehr Angst davor, in diesen Stacheldinger zu kommen. Was sagt uns diese Zeichnung? Nichts. Dass ich mich jetzt fast davon hätte abhalten lassen, hier rüber zu gehen. Aber ich glaube, diese dunkle Höhle, die werden wir beim nächsten Mal tatsächlich erforschen. Mit einer Fackel. Aha. Genau. Was? Nein! Dahin sollst du schauen. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!